Willkommen bei Game Over Talapart. Ihr habt schon etwas länger nichts mehr von gehört. Das lag zum einen daran, dass ich eine Woche im Urlaub war und zum anderen daran, dass ich umgezogen bin. Und der Umzug, der hat auch ziemlich viel Zeit und Planung gefressen. Und ja, so ganz sind wir immer noch nicht umgezogen. Es ist noch ziemlich viel Chaos hier. Aber ich habe euch versprochen, dass ich das Gewinnspiel auflöse heute. Und daran werde ich mich auch halten, auch wenn es jetzt noch ein bisschen spät abends ist. Wir ziehen das Ganze noch durch. Was wollte ich noch sagen? Ich habe ja im letzten Video auch noch von zwei kleinen Überraschungen gesprochen und die erste Überraschung ist ja mein Umzug, das wird eine neue Kulisse. Es wird so sein, dass ich jetzt auch schnelles Internet habe. Es war vorher nämlich immer so, ich habe immer, wenn ich ein Video hochgeladen habe, habe ich so circa 9 Stunden gebraucht, weil das Internet so langsam war. Ich musste da mal so ein paar Tricks arbeiten, um damit es ein bisschen schneller geht. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Ich habe jetzt viel mehr technische neue Möglichkeiten und auch durch den Umzug werde ich ein paar neue Möglichkeiten haben, aber das werdet ihr dann auch noch sehen. Die zweite Überraschung. Wir lösen jetzt gleich das Gewinnspiel auf, aber für alle, die jetzt vielleicht nicht gewinnen sollten, habe ich trotzdem eine Überraschung. Und zwar könnt ihr jetzt der Tom hat mir einen Code gegeben, den ihr einlösen könnt. Und zwar, wenn ihr bei ihm auf der Seite was bestellt und dann den Code GAMEOVER5% eingibt, dann bekommt ihr nochmal 5% Rabatt auf eure Bestellungen. Das funktioniert insgesamt 200 Mal, ist accountgebunden. Also wenn ihr den Code nutzen wollt, wenn ihr da was Schönes seht, was ihr euch bestellen könnt, dann könnt ihr den nutzen und da zuschlagen. Ich glaube, er hat sogar aktuell ein sehr geiles Angebot für Galaxy Trucker und das kombiniert mit dem Code, da macht er, denke ich, schon ein richtiges Schnäppchen. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt uns dem Gewinnspiel widmen und ihr seid bestimmt ganz schön gespannt, wer gewinnt. Ich bin ein bisschen müde, der Umzug war sehr stressig. Also, wie machen wir das jetzt mit dem Gewinnspiel? Ich will hier maximal transparent sein, dafür kennt ihr mich, dafür stehe ich mit meinem Namen. Nein, ich stehe nicht hip, sondern Game Over Brettspiele. Deswegen mache ich das so, ich benenne hier gleich ein, was ich parallel mit dem PC mache. Und zwar, da kommt so ein Tool, das nennt sich Comment Picker. Da kann man ein paar Kriterien eingeben und dann ziehen wir mal den Gewinner. Nichtsdestotrotz, ihr habt mir sehr schöne Kommentare gegeben, gepostet. Ich bin quasi die ganze Zeit mit einem Dauergrinsen durch die Gegend gelaufen, als ich das alles gelesen habe. Das war wirklich sehr schön für mich. Aber ich rede hier schon wieder lange um den Reißbrei rum. Wir fangen an. Also, ich zeige euch, wie es funktioniert, was ich hier gemacht habe. Wir starten mal hier die Bildschirmaufnahme. Zack. So. Ich habe mir dieses Tool hier rausgesucht, was ihr seht, Comment Picker. Hier ist der Link von meinem YouTube-Video. Das gibt man da ein. Dann habe ich gesagt, okay, Nutzer, die hier doppelt versuchen, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen, die filtern wir raus. Aber gute Nachricht, da gab es eigentlich keinen einzigen. Ich hake es trotzdem an. Und dann filtern wir natürlich nach dem Hashtag Brettspielpioniere, den ihr ja reinschreiben solltet, damit ihr gezogen werden könnt. So, ich habe auch schon mal die Kommentare vorher geladen. Das sind 68 gültige Kommentare. Und jetzt ziehen wir den ersten Gewinner. Es geht, um nochmal zu rekapitulieren, um einen 5-Euro-Gutschein. Im Shop Brettspielpioniere. Und der erste glückliche Gewinner, also nicht der erste Platz, sondern der 6. Platz, also der erste, der jetzt was hier gewinnt, ist, wir gucken, wir starten den Raffle durch. Ach ja, eine Sache noch. wenn jemand doppelt gezogen wird, dann ist das ungültig. Also jeder kann nur einen Preis gewinnen, sonst finde ich das schade, sonst gewinnen da, also dann freuen sich einfach mehr. So, wir aber schauen uns mal an, wer den 5-Euro-Gutschein gewonnen hat. Es rattert durch. Und der Gewinner ist Jolly Lumpy. Wir lesen auch schon mal das Kommentar durch dein Diesel Regicide, ist mir im Gedächtnis geblieben. Aber das beste Video für mich war das Tilting at Windmills. Spannend. Ich glaube, das wurde nicht so häufig erwähnt. Ja, cool, dass dir das so gefallen hat. Im Ganzen viele schöne Videos auf weiteres im Jahr 2. Ja, das wird auf jeden Fall durchgezogen, Jahr 2. Bin immer wieder gespannt, was von dir als nächstes kommt. Ja, da bin ich selber immer ganz gespannt. Das ist immer ein Überraschungspaket bei mir. So, also, herzlichen Glückwunsch, du kriegst den 5-Euro-Gutschein. Ich werde dir den, melde dich bei mir, wie ich dich erreichen kann. Ich werde dir dann den Code zuschicken. So, dann wollen wir aber jetzt den nächsten Gewinner für den 7,50-Euro-Gutschein ziehen. Und da klicke ich jetzt auf Pick Another Winner und wir gucken mal, wer diesen Gutschein gewinnt. Dr. Nippler, herzlichen Glückwunsch. Auch einer, der häufig bei mir kommentiert, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Was hat er geschrieben? Bestes Video mit Resitas, der berichtet, wer auf der Messe eingekauft hat. Ja, es ist auf jeden Fall das Geilste. Kleiner Exklusiv-Spoiler.
Ich denke mal, in 2022, wenn die Messe stattfindet, werden wir auch Resitas da wieder treffen. Was steht da noch? Generell hast du eine Menge, einen Mega-Humor mit den ganzen Einblendungen, Musikauswahl und so weiter, weiter so. Und herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Ja, vielen, vielen Dank. Und diese Einblendung, die Musikauswahl, das ist halt auch das, was mir super viel Spaß macht. Und das werde ich natürlich weiter so durchziehen, auch wenn ich jetzt hier gerade aufgrund des Umzugs natürlich kein High-End-Video jetzt hier abliefern kann. Aber cool, 7,50 Euro, schick mir deine Kontaktdaten zu, du erreichst mich auch per E-Mail oder per Instagram, wie du möchtest. E-Mail kriegst du über mein YouTube-Profil raus und dann schicke ich dir den 7,50 Euro Gutschein zu. So, jetzt gucken wir aber mal, wer den 10 Euro Gutschein gewonnen hat und zack, pick a winner. Es rattert durch. Peggy Plundke. Ja, herzlichen Glückwunsch, Peggy. Du kriegst den 10-Euro-Gutschein. Cool. Was hast du geschrieben? Herzlichen Glückwunsch, das Video war sehr unterhaltsam. Ja, danke schön. Ich mag die Monatsrückblicke und das Ausgebuddelt. Viel Spaß beim Spielen. Cool. Ja, das finde ich so klasse an den Kommentaren. Also ich hatte so ein bisschen die Angst, dass nur ein Format gut ankommt, aber ich habe in den Kommentaren eigentlich so gut wie alles gelesen, was ich irgendwie gemacht habe. Also es gibt immer einen zumindest, der das irgendwie gut findet, was ich so mache. Ja, das hat mir auch mal ein richtig cooles Feedback gegeben und mir gezeigt, dass ich eigentlich so breit gestreut weitermachen kann, wie ich so mache. Und es macht mir auch Spaß, so verschiedene Sachen dazu zu probieren, sei es ein Ausgebuddelt oder mal so ein paar Tipps für einen Online-Spieleabend oder was ich da auch immer alles mache und mir in den Kopf kommt. Ja, Peggy Plundke, du meldest dich auch bei mir, so wie die anderen, und dann schicke ich dir deinen 10-Euro-Gutschein zu. So, jetzt kommen Platz 3, 2 und 1, natürlich nicht auf einmal, sondern wir haken das auch nacheinander ab. Und zwar machen wir als erstes den dritten Platz. Da ging es, um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen, um fantastische Reiche inklusive der Erweiterung. Und also der erste Brettspielgewinn. Und wir gucken uns jetzt mal an, wer das Ding gewonnen hat. Zack, pick a winner und es rattert wieder durch. Andreas Keller, herzlichen Glückwunsch. Du hast mir geschrieben, Glückwunsch zum Jubiläum. Besonders witzig fand ich das Video zum Pile of Shame. Ja, okay. So ein Stapel war ich auch. Allerdings mit anderen Spielen. Okay, was soll das denn heißen, dass die nicht gut sind? Ich finde schon, dass da ein paar dabei sind. Klar, es sind jetzt nicht immer so die Mega-Reißer dabei gewesen. Als zum Beispiel dieses Room 25, das finde ich schon spannend. Das würde ich gerne ausprobieren. Oder auch die Zucrecy finde ich auch spannend, mal auszuprobieren von meinem Pile of Shame. Ja, du hast die fantastischen Reiche gewonnen mit der Erweiterung. Schick mir deine Adresse zu, auch per Instagram oder halt über meine YouTube-E-Mail-Adresse, und dann werde ich die an den Tom vom Brettspielpioniere weiterleiten und der wird dann dir das Ding zuschicken. Herzlichen Glückwunsch an dich. So, und es gibt aber noch zwei weitere Preise, die ausstehen, und da gucken wir auch mal, wer da dabei ist. Und wir lassen das Rad wieder durchrattern und Miss Casanova hat Platz Nummer 2 gewonnen. Platz Nummer 2, was war es nochmal? Ich muss es selber nur nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir da alles so verlost haben. Das war Parks, ne? Parks mit der Erweiterung. Was hat sie mir geschrieben? Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Oh, dein Kanal ist durch deine Art und deine Persönlichkeit echt einzigartig. Oh mein Gott, so viel Geschleime. Und an kreative Ideen mangelt es ja auch nicht. Kreativ oder verrückt, ja. Manchmal frage ich mich, ob das auch mal wirklich so kreativ ist. Mein persönlicher Favorit, die Gadgets für einen digitalen Spieleabend inklusive deinem Coverbild. Was für ein Coverbild? Was hatte ich denn da nochmal? Oh, muss ich mal später anschauen. Ich erinnere mich, das mit der Pixel-Sonnenbrille. Okay, das findest du gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch du, schick mir die Adresse zu und dann bekommst du deinen Preis. Und jetzt kommt das Finale, jetzt kommt der erste Platz und auch hier nochmal der Teaser, was es ist. Es war Paleo, aber nicht nur Paleo, sondern der Tom hatte auch noch eine neue Welt draufgelegt, die Erweiterung zu Paleo. Also ein richtig sattes Bündel hat er euch da geschnürt für den ersten Platz. Und wir gucken mal, wer den gewonnen hat, wer das gewonnen hat, das Bündel. So, es rattert wieder durch. Es rattert durch. Hatchi, 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 Hatchi.
Hachi, was hat Hachi mir geschrieben? Brettspielpioniere, mir hat es am besten gefallen, wie du für uns Angebote am Prime Day gecheckt hast, aber gerne doch. Feier solche Videos generell, da man alles immer sehr detailliert geschildert bekommt. Ja, die haben mir auch Spaß gemacht, die Videos, auch wenn sie sehr kurz und knackig waren. Es war total witzig, diese spontan rauszuhauen, und ich habe auch gemerkt, das kam sehr gut an, und das freut mich dann total, wenn ich da irgendwie, wenn das eine Hilfestellung ist, wenn die Leute sich das durchgucken und dann vielleicht dann noch ganz nett unterhalten werden. Finde ich klasse, und auch da, wenn da mal wieder was ansteht, dann gibt es auf jeden Fall wieder ein kurzes Video. Ja, Hachi, musst du mir nochmal verraten, wie man das ausspricht. Wir machen es so, du machst es genau wie die anderen. Du kontaktierst mich auch über meine YouTube-Adresse oder über Instagram, und dann schickst du mir deine Adresse und ich leite die an Tom weiter. Und der wird dir dann deinen Preis zuschicken. So, an alle glücklichen Gewinner jetzt nochmal, wo es darum geht, dass ihr einen Preis kriegen. Meldet euch innerhalb von 7 Tagen bei mir, sonst verfällt der Gewinn. Ich kann da leider nicht ewig warten, aber das solltet ihr, denke ich, hinkriegen. Das ist ein großzügiger Zeitraum, und dann nochmal herzlichen Glückwunsch an alle 6 und aber auch an die anderen. Wie gesagt, vergesst nicht den Code GAMEOVER5%. Da bekommt ihr beim Tom bei brettspielpioniere.de, dem Brettspielshop, nochmal 5% auf eure Bestellung. So, das war's jetzt von mir. Ich muss hier noch ein bisschen weiter Kisten stemmen und sortieren. Das ist noch eine Menge Arbeit. Ich versuche, so bald wie möglich meinen Monatsrückblick für den Januar nachzureichen. Eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, der kommt früher. Der wird wieder gut. Da sind richtig coole Spiele dabei. Ich ziehe das Ding jetzt wieder unnötig in die Lange. Aber bevor ich jetzt noch weiter rede, sage ich, macht's gut. Bis dann. Ciao. Kurzer Nachtrag noch für den Gewinner von Paleo und der Erweiterung. Du hast ja die Möglichkeit, dir auch noch die Chroniken von Arvel stattdessen auszusuchen. Das wollte ich dir noch gesagt haben, nicht, dass ich es vergesse, aber wenn du mein erstes Video geguckt hast, dann weißt du es ja sowieso. Also, macht's gut, bis dann, ciao.